Ja, es war aber auch eine rigged Runde, dass es wirklich da zwei blaue anscheinend unten lagen, Alter, ohne Auch Witz. wieder. Das war wieder Das eine ist rigged Runde. aber, solche Runden kannst du doch nicht wirklich richtig Voll. spielen, weil du be Let's go, Patrick. Neune Let's Runde go. kann man einfach nicht spielen, wegen man hat Patrick, du immer auch dieses Lip? Gefahr, weißt du? Oh. Oh, Marc, ist es der Dream League, wir beide Lip? Digga, ich bin diesmal wirklich Lip. Nee, ich bin das erste Mal heute Lip, Wer soll dir das glauben? Hey, du warst Ja, gerade Lip, nicht. oder nicht? Nee, ich war gerade Fascho. Kaputt Du war warst zweimal mit mir Fascho. Fascho? Ja. Boah, Marc weiß nicht mal, was links oben steht, wenn er Fasche ist. Aber Korrekt. ist so. Marc, So, kannst du aus so mal einer Runde links kannst du auch da kaum oben Informationen hinten ziehen. bitte? Zwei blaue liegen unten, dann Ja, kriegst du angeblich yellow, gesagt, da waren blau, drei yellow, blaue, ich zwei Rotzeichen. blaue. Da hast du angeblich fünf Aber blaue steht schon gefunden, mal dann da unten lagen, der und Sichtlein, das waren anscheinend der keine fünf blaue, Fascho ist. dann lagen zwei unten. Ach so, Ja, jetzt, wo du moin. sagst, jetzt sehe ich. Und keine Infos, kein Ah, gar jetzt nichts, da kriegst du kannst du das nur kannst du gamblen. sagen. Das war eine Sweetie, richtige. Deswegen habe ich dann einfach. Ja. Die Diskussion ging mir auf den Sack, deswegen habe ich das Ding irgendwo hingestellt. Das war mir dann Okay, dann scheißegal. guck mal, sag die Fascho-Kollegen, das ist auch sehr Red wichtig. ist Ja. verschickt. Ich will. Nein, nicht skippen, was laberst du? Alle enttarnt. Nicht skippen. Ja, und Was skippen? Der ist aber der letzte Fascho, also. Melly, du möchtest geskippt werden? Habe ich das richtig verstanden? Ja, wir skippen jetzt Nein. mal. Skip that shit. Ich hab skippen gehört. Das ist Fascho. Fascho. Richtiger Fascho. Was hattest du, Braun? Eine. Also zwei. Okay. Kannst du vier aufschreiben. Also drei. Okay. Och, ja. Och, ein roter. Hendrik. Und deswegen habe ich Nein gemacht. Ich muss sagen, es sind echt interaktive Runden bis jetzt. Ich krieg immer zwei rote in die Hand gedrückt. Lenkrad ist Fascho. Lenkrad, warum machst du sowas? Das ist so, das ist das Schöne dabei, wenn du checkst, die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Fascho triffst, ist so hoch. Ist Brauchst auch. du gar nicht drüber nachdenken, wen du checkst. Einfach mal Nein auf Einfach mal Lenkrad. Ja. Ach so, Moment. In der neuen Runde ist tatsächlich echt scheiße, wenn du einen Fascho Gefällt findest. mir, ich Würde ich mir viel den lieber zweiten den zweiten Check. Liberalen finden. Den zweiten Check nehme ich Hör mir. mich einmal liberal, Warte Marc, mal, einmal hast du liberal, jetzt Bruder. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Doch, wenn Ding du mich jetzt drei. liberal callst, mach ich, glaube ich, trau dir Was ist der gecallt? Okay. Was ist der jetzt ja. gecallt worden? Hab ich Lenkrad jetzt ist Fascho. Lenkrad ist Fascho. Ja, ich habe schon ein Jahr rausgelegt. Naja. Ja, Merlin ist auch Fascho. Ja, wir sind die einzigen nee. beiden. Ja, ihr seid die beiden Alle einzigen ist wieder Faschos. Aufgedeckt. Ja. Ich sehe mich, ich will. Ich bin toll. Ich bin toll. Freibier! Will mich zum Kanzler, ich mach Freibier. Well zurück. Nein, Well liegt noch nicht dran, dass ich liberal bin. Enkrat war doch auch noch nicht dran. Ich kann ja. ihn immer noch wählen, Marc. Ja, warum wenn du Leute dran Nein, mach der nicht. Marc, wähl du ihn. Marc, wähl du ihn. Wenn er sich ausreden will, wählst du ihn. Ja, ich will da ist die Linie, da ist die Linie auch. Das ist, ja, das ist auch fein, die Linie. Also, es gibt gar keinen Grund, warum Patrick hier wählen sollte. Nein, was ich damit einfach nur aussagen wollte, ist, dass ich eher die Kanzler gern hätte, die halt noch gar nicht dran waren, einfach aus spielspaßtechnischen Gründen. Er war doch auch noch nicht dran. Ja, aber er wurde halt Fascho. Vor allem hast du gesagt, du kannst sie danach wählen. Richtiger Spielspaß, Patrick. Ja, nee, aber es gibt halt Leute, die halt noch gar nicht irgendwas, gar kein Standing ja, haben. Ja. Halt zumindest Standing. Ich stell mir das so richtig vor bei dir, Patrick. Ich bin Fascho gecallt, das macht voll Spaß. Ja, also wenigstens ja, wenn er jetzt abliegt, dann weißt du, dass er Fascho ist, wenn er jetzt blau liegt. Na gut, das läuft natürlich dann blöd für mich. Ja, man also, kann er ja auch hat einfach dann als sagen, Fascho oh, ich hatte die Wahl und er hat den Job. Hendrik hat auch Ja gelegt, das finde ich super. Ja, und da kommt die Rote. Ja, ja, das habe ich nämlich schon gedacht, dass er nämlich blau liegt. Hat er wirklich die Wahl gehabt? Ja, er hatte wirklich die Wahl. Ja, draußen. Wenn der Druck ist dann höher, dass er blau liegt. Ja, stimmt. Außer wer halt mag auch. Puschi, kannst du mich bitte wählen? Ich würde auch gerne mitspielen. Ja, aber Merlin ist doch gut für dich. Wenn ich Fascho wäre, Merlin, dann hat gerade wow. Fascho. Dann hätte gerade also ein Fascho Fascho blau gelegt, Merlin. Fascho bin ich nicht gut. Nicht. Und ich hätte keinen Check bekommen. Achso, weil du mir dann nicht spielen darfst, ich verstehe. Ja, stimmt. Braun hat übrigens gerade. Ja, wenn ich Fascho gewinne. Ja, ich weiß, weil dann geskippt wirst, ich verstehe das. Braun ist ein Fascist, steht Was du damit aussagen wolltest. Halt kann man das nicht nachvollziehen, ne? dass ich nicht Ja gelegt habe? Und ich Rot. Kotzen. Und Patrick Fascist. Patrick Fascist. Er hat halt gedroppt. Achso, er hat gedroppt. Oh lol, er hat was gedroppt. Konflikt. Ja, dann check mich, ja, Patrick, check mich bitte. Carbon, wie kannst du dreimal hintereinander Fascho sein? Das ja, Digga, ich habe nicht Fascho. Aber ich bin jetzt auch Ich gebe dir einmal zwei Rote, also. Dann will ich es redeemen, gib dir die Wahl und du legst halt Rot. Zwei Rote. Like, warte mal, du gibst mir zwei Rote, hast du das gerade eben erst gesagt? In der ersten Runde habe ich dir gerade Rote? Zwei Rote gegeben, deswegen habe ich jetzt diese Runde nochmal gewählt. Ja, dreh mir ruhig die Worte am Mund um, wenn ich mit meiner Fascho nicht die Chance habe. Patrick, dann check mich jetzt, Patrick. Wir waren ja im Dream Team. Warum soll ich das machen? Ja, weil wir doch im Dream Team ich, sind. Warum soll du? Ich zurückchecken, Digga? Ich ja, okay. so nicht. Ich glaub, Freddy. Ja, du kannst von mir aus Freddy gehen, aber ich spiel so komm, nicht. Komm, check mich doch, komm, check nee. Mich. Ja, klar, checken. Und. Ah, und Thiel ist Fascho. Wow. Ich
lass Thiel jetzt aber durch. Ja, dann spiel halt wie du willst, Digga. Ja, aber wenn du spielen darfst, wie du willst, darf er auch spielen, wie er will. Ja, aber ich check halt. Wir haben gesagt, wir sind Brüder, Patrick. Ja, Digga, wenn du mich checkst, weil ich vor dir bin, aber ich check nicht einfach random zurück. Ja, aber wenn ich lit bin, dann kannst du mich checken. Ja, aber ich mach das nie, Digga. Ja, aber du hast dich wirklich gerade ein bisschen verhaspelt, irgendwie grün. Warte mal. So, hier ist ein Konflikt. So. Da ist kein Eier gesagt. Fascho gecallt, da ist jetzt Fascho. Der kommt jetzt nicht. Fascho, der claimt aber hier, dass er Fascho ist. Boah. Er ist halt fucking Fascho, was soll ich machen? Endlich da. Carbon muss ja nicht unbedingt lügen, dass Buschi jetzt Fascho ist. Also er kann jetzt wirklich Fascho callen. Ja, ich lüge auch nicht, Freddy. Du hast richtig erkannt. Ich hab jetzt aber ja liegen. Ja, aber du bist halt Fascho. Also deswegen... Oh nein, wenn das jetzt so ist. Deswegen muss ich das nicht falsch erkannt. Das geht yes. Echt ja, Alter, Mann, ja, Alter. What the fuck, Mann. Weil ich ja gemacht hab, let's go. Ja, Alter, Markmann. Aber Rot hat nein gemacht. Ja, weil er ja Fascho gecallt war. Und Rot hat dann angeblich drei blaue. Nein, das ist doch besser, ihn nochmal zu schauen. Und Orange hat ja gemacht. Nein, das ist nicht Fascho gut, das jetzt zu checken, weil wir sonst im Hitler-Tilt sind. Da kommt jetzt die blaue. Oh, guck mal. Meine zweite blaue. Oh mein Gott. Das soll ich zu lassen. Oh mein Gott. Okay, dann ist das Sprich dafür, dass er mich und noch einen Liberalen hier rausnehmen will. Oh, gar nicht. Moment, kannst du mich jetzt auch nochmal backchecken? Bevor ich dich checke, checke ich lieber Freddy. Weil einer, von dem du gecheckt... Ja, einer hat den R gecheckt, hat doch gerade blau gespielt. Dann ist blau ja sogar der Hitler. Was meine zweite blaue. Oh mein Gott, ja. Leute, also das ist so, so unwahrscheinlich, dass die Faschos gerade Nein gewählt haben, sondern eher die Liberalen. Dann ist hier höchstwahrscheinlich noch Merlin Fascho, also ich weiß nicht. Bei Merlin geht ja, Merlin ist wieso sollte ich Fascho sein? Guck mal, nur zwei blaue. Wir beide sind liberal, hier einer ist nicht ein Konflikt. Ich glaube nicht so, dass der Fascho Konflikt ist, das wäre ziemlich dumm. Also einer von denen muss noch liberal sein, das heißt, wir haben schon drei Liberale. Ich habe eine blaue gelegt. Je nachdem, wie du es noch sehen willst. Also Merlin, wenn du noch liberal bist, dann muss ja noch... Wobei Merlin, wenn du mich jetzt wählst, guck mal, ich habe die eine blaue, die ich hatte, habe ich weitergegeben. Mhm. Und es ist noch keine Hitlerwahl, dann kannst du mich jetzt checken, Bruder. Wieso? Ich weiß, dass ich liberal bin. Er hat bei der liberalen Wahl nein gestimmt. Leute, ich hab eine blaue gehabt. Ja. Das kann aber auch einfach, ja, das sagt mir jetzt. Er wurde halt Fascho gecallt. Das ist für mich jetzt kein Argument. Hätte ich jetzt aus einziger Jahr gemacht, like, what the fuck? Er will einen Fascho skippen und will dafür downgevotet werden? Are you kacke? Are you fucking kidding me, Digga? Er hat einfach nur die dritte blaue gespielt, er kann immer noch 3 haben. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich. Wir hatten ja gewählt bei der letzten Runde. Ja, gut. Weil Orange, noch keine Hitler waren. Yellow. Ich eine blaue gehabt. Also, ich hatte auf jeden Fall eine blaue, eine rote. Was Thiel hatte, weiß ich nicht. Bro, du kannst mir ernsthaft nicht sagen, dass die ganze Wahl jetzt aus alle ja-liberal gewesen grün sind. Grün und pink. Und die ganzen Faschos jetzt. Nein. Ich hatte nur eine blaue bei der Wahl, ne? By the way. Mann, du willst mir jetzt sagen, dass die vier eventuell Faschos sind. Komm, Merlin will mich. Warte, Braun schreibt, der hatte eine blaue. Ja. Hab ich doch drei eingetragen. Ja, was für nicht. Achso, hier, das erste oder was? Achso, da. Ja, Mann. Da haben wir vier blaue, das ist ein bisschen mau. Ja, und ein vierter noch was, ne? No Front Merlin, aber du hast halt bis jetzt einfach nur rot gehabt und Purple, Und kann hier vielleicht noch gedroppt worden, vielleicht hatte blau. Keine Ahnung. Und jetzt, wo ich mag, wenn ich bin für deine, dich. Ich bin für deine Argumentation, die du gerade gebracht hast, aber deswegen hat trotzdem Purple mehr Blau gelegt als du. Ja, dann könnte Rot aber so wirklich gedroppt haben, dann vielleicht. Rot oder Tier? Ja, deine Argumentation verstehe ich auch immer noch. Ich bin auch nicht dann gegen. Mark, du kannst aber auch da gedroppt haben, das musst du auch fair sehen. Ich bin ja fein damit. Warte mal, die Wahl kam zwischen hier. Wenn wir suspekten, dass hier jetzt die zwei Faschos sind, dann müssen die auch zwei Blaue eventuell gedroppt haben. Die können zwei Blaue gedroppt haben. Dann muss ja Blau Hitler sein. Ja, aber Freddy, er kann auch einfach eine abgeworfen haben. Nee, stimmt, warte mal, wir sehen vier Blaue. Ich hatte drei Rot. Ja. Also wenn er Fascho ist, wird er doch nicht als allererstes gleich seinen anderen Fascho. Das heißt, er hat sehr wahrscheinlich noch. Also Blau bitte Hitler oder ja, ich will dich auch wählen, ich wollte dich eigentlich nur... Oder Merlin, kannst du mich nicht proven, bitte? Nein, Alter, du bist im Konflikt. Oh, man will mich nicht, ja, okay, ja, dann. Du bist halt im Konflikt und mag nicht. Ja, Buschi war auch im Konflikt und man lass ihn. Ja, deshalb habe ich Nein gewählt. Er wird als fucking Kanzler Präsi halt auch durchgelassen. Ich habe Nein gewählt und wurde dafür geflamed, Freddy, du hast Ja gemacht. True, Freddy. Also wieso argumentierst du gegen mich? Ich habe Ja gemacht, weil hier ein Fascho liegt, natürlich. Wenn Rot-Fascho ist so, und ja, Grün-Fascho ist. Ja. Das Ding ist, die haben halt Nein. Aber Gitte, ja, gib mir Blau, Merlin. Er kann ja trotzdem Fascho sein hier. Oh. Kann das sein? Blau, Gelb? Oh.
die Lila durchlassen. Denn gerade hier ist ein Konflikt und hier ist ein Konflikt. Merlin, bitte sei keiner von den vier Faschos. Merlin, bitte sei keiner von den vier Faschos. Ja, hier mit zwei Faschos und mit Karina. Digga, es kann auch hier zwei Liberale, aber... Ich weiß nicht, warum... Ja, ich werde Merlin jetzt trotzdem durchlassen, weil er liberal sein kann. Faschos können da easy ein Nein legen, aber da kamen nur vier Neins, also... Ja, trotzdem will ich ihn jetzt durchlassen, Fredi. Warum ein Fascho da Ja gemacht hat, aus... Bei der war zwischen Bushi und ein Fascho hatte auf alle Fälle Ja gemacht. Ich weiß nicht, was die anderen drei waren. Ja, warum? Es gibt nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Nee, also es gab ja einen Konflikt zwischen Rot und Orange. Ich glaube, Kiel hat zwei Nein, ich meine, dass es nicht liberal sind. Nein, die beiden sind wahrscheinlich liberal. Also es haben tatsächlich sogar zwei Faschos Nein gemacht. Die vier Faschos, weil ich liberal bin. Also hat ein Fascho auf alle Fälle Ja dafür. Fascho. Zwei Liberale und es haben. Eins, zwei. Aber mal schauen, was aus der Wahl rauskommt. Drei Liberale haben Ja gemacht, Leute. Es ist halt noch keine Hitlerwahl und wir haben irgendwie noch niemanden wieder wirklich. Ich glaube einfach nicht, dass es da einen Fascho-Fascho-Konflikt gibt, weil das geht nicht auf. Herr Lenkrad, ich hab dir gerade die blaue gegeben. Lenkrad, glauben kannst du in der Kirche. Ich hab dich da wieder rausgeholt, Lenkrad. Ich hab dich rausgeholt. Ja, ich hätte lieber Banana Joe als Präsident. Deswegen kommt nein. Warum denn? Lenkrad, wenn er für dich Fascho ist, er wählt doch nicht in der ersten Runde seinen Fascho-Kollegen. Ja, Main, aber also du bist für mich neutral und du argumentierst ja gut für mich, Main. Das ist okay. Das Ding ist aber, er hat einfach dritte Blaue gespielt, du nicht. Warum sollte man dich durchlassen, anstatt ihn durchzulassen? Weil man mehr wie einen Liberalen braucht. Als ich würde halt jetzt gerade, bevor die dritte Rote liegt, halt gerne Le Presi haben, der jemanden wählen kann zum Proven. Boah. Wir werden noch nicht braun. Okay. Ja, man lenkt. Hendrik will mich Fascho machen, indem er sagt, er ist Hitler. Das geht sogar noch durch. Und das geht halt wieder durch, Alter. Merlin, hier sind zwei Neins gewesen bei dem Konflikt. Merlin, bitte nicht, Merlin. Nein, okay. Ich bin so ein Huso, Merlin. Okay. Da kam Rot. Ja, ja. Okay, also die vier Neins gehen jetzt für mich auf Braun, Rot, Grün und Blau. Ich bleib da jetzt sogar bei. Ich hab drei Rote getrunken. Ah, okay. Digga, was ist das? Hä, Mark, wo ist der Sinn? Gibt's Purple? Was? Warum? Ja, ey, ich bin liberal, bitte skipp das nicht. Ja, ich vertraue ihm auf gar keinen Fall. Ich vertraue ihm doch genauso Alter, viel wie gerade. Ich vertraue ihn doch immer noch genauso viel. Ich habe nur drei Rufe gezogen. Bitte mich nicht skippen jetzt. Da kann doch lass lieber die zweite anstatt die dritte durchgehen. Das ist doch jetzt obvious, Patrick, dass er das extra macht, damit ich einfach geskippt werde, dass ihr mir jetzt trustet. Bitte skipp mich jetzt nicht einfach. Ich weiß, dass ich liberal bin. Ich sehe jetzt nicht, dass das Purple Fascho ist. Deswegen, ich weiß nicht, 100%. Frage ist, wen wählt man jetzt? Überall, Alter. Also wenn wir wirklich das sehen sollen, dass hier zwei Faschos sind und die beiden noch Faschos sind, weil die eigentlich. Warum sind hier zwei Faschos? Wegen der Wahlaufnahme. Ja, weil der Faschist Bushi nicht drankommen sollte, der gecallte. Also, Bushi, ich will nicht sagen, du bist Fascho, aber du bist Fascho gecallt. Und der sollte unbedingt drankommen. Ja, von einem Fascho. Ich weil ich das Nein wollte. Was ist das für eine Logik? Digga, er callt zwei Liberale. Also mag ich sie nicht. Gerade wo die Wahl durchgerammt ist und da blau gespielt wird, also glaube ich nicht so, dass er Fascho callt. Es ging um meine Wahl, du musst dich in meine Perspektive versetzen. Okay, ja, das bockt mich sehr wenig. Okay, ja, dann argumentiere weiter so. Also was ich jetzt für mich faschistisch. Ich werde von einem Fascho. Du musst so sehen, ich werde von einem Fascho gecallt. Und ihr seid die Einzigen, die Nein gewählt haben. Das muss ich nicht so sehen erstmal. Erstmal sehe ich, dass hier ein Konflikt ist. Die Faschos hätten easy einfach Nein voten können, aber das haben die anscheinend nicht getan. Oder irgendein Fascho oder ein Hitler war total verwirrt und ist aus irgendeinem Grund ein Ja mit reingegangen. Ich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum Bushi überhaupt durchgegangen ist, Alter. Das ist allein schon, das ist eine Frechheit. Kann ich mal kurz was fragen, weil du halt total sus bist geworden. Also. Kann ich mal kurz was fragen? Digga, es war auch zu Recht, dass er durchgekommen ist. Du hast mich einfach nur fucking gebucht. Lass doch mal den Präsidenten was sagen. Also das Ding ist, wir sind eine neuner Runde, ja? Ich will jetzt gerne, ich will nicht in den Hitler reinwählen, das ist schon mal klar. Karu, und wenn du, die Wahl, wo ich Ja mache, ist entweder zwischen Bushi oder Purple. Warum? Weil, muss ich das nochmal explainen, oder? Ja, aber ich kann zum Beispiel, ja, aber ich will nicht Hitler wählen, das ist das Problem gerade. Ja, cool, du kannst auch hier. Was ist denn mit Rot? Rot ist direkt am Anfang in den Konflikt reingegangen. Und wenn er Fascho ist, kann ich ihn wegknallen und dann sind wir wenigstens schon mal ein Liberaler mehr. Also das meine ich gerade. Karo, diese Argumentation will ich nicht nochmal machen und vor allem Purple ist dann ja auch dran. Nein, Lenker, Hendrik, ich will nicht sagen, dass du jetzt Faschisten-Call machst du doch nicht. Alter? Wirst du doch nicht gewählt. Karo, ich weiß nicht, wie du es meinst, Marc. Ich will ja mit den Tisch, ich frag doch jetzt extra den Tisch. Marc, ja. Warum willst du nicht lieber Orange? Der hat mit dir Blau gespielt anstatt Rot. Er wurde immer noch Fascho gecallt.
Und es ja, kann aber, sein, ja, aber ist aber auch Hitler und hat deswegen den hast du vorher auch geprüft. Ja, aber jetzt ist Hitlerwahl. Nein, jetzt ist Hitlerwahl. Wenn jetzt rot blau legt, dann kannst du doch, oder du drei rote ziehst. Ich habe ihn extra gewählt. Ich habe ihn extra gewählt. Falsch der Fascho ist, dass er dann die blaue auf jeden Fall legt, weil er dann unter Druck ist. Und er hat jetzt die blaue gelegt. Das ist mein Soll gewesen, den hat er jetzt erfüllt. Die, ja, wenn er Fascho ist, Hitler, hat er die blaue gelegt. Aber ich bin jetzt mal eiskalt. Wenn du jetzt nicht zwischen Bushi und Purple wählst, kannst du auch die Schulden nicht nehmen, wenn hier jetzt Hitler oder hier Hitler ist. Aber wenn du zwischen hier nicht wählst, dann mach ich Nein bei dir. Also, keine Ahnung. Warum machst du dann Nein bei mir? Weil, wie schon gesagt, ich kann dir nicht zu 100%ig vertrauen. Ja, Freddy, wenn du jetzt Nein, ich sag dir jetzt aber so viel schon, du kannst Nein machen, wenn meine Wahl dann nicht durchgeht, dann mach ich auch Nein bei dir. Wenn du liberal bist, wird deine Wahl auch nicht durchgehen, ja? Merk erstmal, wie du argumentierst, das macht keinen Sinn. Wenn du so gegen den Liberalen argumentierst, dann wird deine Wahl auch nicht durchgehen. Mark, ich weiß nicht, ob du 100%ig lieb bist, also ganz ehrlich. Ja, bei wem weiß man das denn? Ich hab mich immerhin für die Blaue am Anfang entschieden und Merlin hat mir den so schnell gegeben. Wahrscheinlich wollte er einfach nur bezwecken, dass ich jetzt geskippt werde. Ich hab den wegen gegeben. Auch für den Blauen entschieden. So oft passiert. Ich sehe aber Purple ja, und Bushi halt so als liberalen Freund. Er hat niemanden am Tisch gefragt. Er hat niemanden am Tisch gefragt und hat mir den direkt gegeben. Das ist natürlich wieder... Ich weiß, dass Merlin wahrscheinlich Fascho ist. Also keine Ahnung. Das macht auch kein Liberal. Weil ihn das nervt, ne? Ist Merlin Fascho. Also Marc, ich will jetzt nicht Hitler wählen, das ist genau, die einzige Sache. Dann würde ich nicht. Das ist bei mir dann eigentlich ganz gut, weil ich bin halt im Konflikt. Das ist unwahrscheinlich, dass ich Hitler bin, weil ich in Konflikt reingegangen bin. Und Lenkrad hat eine hohe Hitler-Gefahr. Weil ich habe ja nur so ein Fascho gecallt. Carbon ist Fascho. Es macht keinen Sinn, warum er hier sein Hitler aus Erinnerung callt und die Wahl trotzdem noch durchgehen. Und da noch du musst es so sehen, Freddy ist Fascho, hat gejobbt und ich habe den nächsten gecheckt und er ist Fascho. Achso, warte mal. Was ist denn für eine Argumentationsphase? Was hat Thiel denn gesagt? Ach, Thiel ist liberal oder was, Patrick? Fascho. Thiel ist Fascho. Carbon. Ja, und es ist natürlich unmöglich, dass er zwei blaue hatte oder einfach eine blaue, um sich wieder zu redeemen, weil er vielleicht Hitler sein könnte. Ist natürlich unmöglich, Freddy ist okay. Nur weil du Thiel redest, heißt nicht, dass du recht hast. Wir von den anderen Leuten natürlich nicht, aber deswegen mache ich auch die eiskalte Entscheidung hier. Wenn du jetzt hier nicht rein willst, dann mache ich Nein. Wegen Carbon ist Fascho. Und das ist schon ziemlich absolut. Ja, aber dann würde ich eher dich. Merkst du nicht, wie er fucking Force darauf zu gehen jetzt gerade? Nein, wähl mich nicht. Die haben blau gespielt und einer von denen wird Fascho gecallt. Ja, okay, aber Freddy, kann ich... folgendes sein. Nein. Wenn du liberal bist, dann würde er hier noch mitgehen, verstehst du? Bei mir würde keiner, du hast es ja auch gerade selber gesagt, wenn bei mir gewählt bist, wird keiner mitkommen. Ja, okay, Herr Freddy, aber was ist, wenn er recht hat, wenn er Fascho ist, er ist jetzt durchgegangen, weil ich als Liberal, ich bin Liberal, ich habe auch Ja gemacht, dann ist er vielleicht doch Hitler und spielt deswegen die Dings, um sich zu Trump-Versi zu machen. Du bist in Konflikt gegangen, dann würde ich lieber dich dann. Du willst mir... Ich will nicht Hitler gerade wählen, das ist das Wichtige. Weil, du willst mir sagen, dass Fascho einfach unnötig sein Hitler einfach so callt. Wieso willst du denn nicht gewählt werden, Freddy? Carbon hatte einfach Bushi einfach liberal sein. Ja, wieso willst du nicht gewählt werden, Freddy? Sag mal das mal. Hitler du weißt doch nicht, was die sind, aber du weißt doch zumindest, was du bist. Warum willst du nicht gewählt werden? Ich weiß, was ich bin. Warum größer machen? Wenn man mich wählt, ja, und je nachdem, wie ich gerade meine Argumentation gerade bilde, machen dann alle wahrscheinlich Nein. Das wird auch dann nicht durchgehen. Warum gehst du davon aus? Digga, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Merkst du nicht? Er will einfach nur darauf pushen, hier reinzuwählen. Ich weiß, wie der Tisch ist oder wie der Tisch nicht ist. Und es gibt sehr viele Randoms in diesem Tisch, die einfach Nein legen. Weil ich kann mir sogar vorstellen, dass hier alle drei Fascho sind aktuell. Und dass er darauf pusht, dass hier gewählt wird, damit er darauf pushen kann, dass hier ein Präsi durchgeht. Oder vielleicht sogar bei ihm der Präsi durchgeht, wenn hier die vierte Blaue kommt. Er hat den Raum auf. Marc. 1, 2, 3. Kannst du ihn größer machen? Ja, okay, dann will ich jetzt, also, ja. Und wenn du nach der Argumentation mal kannst, auch genau mit mir, ich wenigstens die vierte Blaue. Ich würde sogar eher Bushi sagen, wegen, wie schon also gesagt, Carbon. Also sehe ich das richtig, der Tisch will nicht in den Konflikt reinwählen. Sehe ich das, also, ich kann mich da wollte wählen, Mann. Mir aus kannst du hier reinwählen. Nein, von mir, weil, ich sehe mich. Du hast dafür argumentiert letztes Mal, dass man nicht im Konflikt reinwählt und du hast ja gesehen, dass da ein Hitler stand. Deswegen, bitte. Gerade das will ich jetzt auch nicht Hitler wählen. Und ich glaube, weil du abgelegt hast, glaube ich nicht, dass du Hitler bist. Hey Freddy, Marc, was ist doch ganz einfach, Marc. Er will nicht gewählt werden. Der ist so dann will doch nicht Hitler gewählt werden. Marc, wenn du, okay, wenn du wirklich das so sehen willst, dann kannst du mich bitte wählen. So. Aber, wie schon gesagt, ich glaube, guckt jetzt rudert er wieder runter. Er will hier Leute drauf pushen. Wenn er sieht, dass das nicht durchgeht, will er gewählt werden. Du redest die ganze Zeit. Weißt du, was das Ding ist, warum ich dich nicht wählen will, Marc, wenn man mich wählt? Weil du hast zwei Leute, du bist mit. Also hier bist du in Konflikt gegangen mit Freddy, ja? So. Yes, ja. Dann hast du dir den Check genommen und hast ihn Fascho gecallt. Das kann. Also das ist für mich wahrscheinlicher. Dass du als Fascho hier zwei rausnehmen willst
Und er legt dann vor allem noch die blaue oder gibt die weiter. Vielleicht hat er zwei blaue, kann sein. Ja, und deshalb glaube ich, dass Freddy eher für mich nicht. Ja, aus deiner Sicht macht das Sinn, aber wie oft haben wir jetzt schon gespielt und wir sind auch alle nicht gerade mehr die Anfänger. Es kann auch super einfach sein, dass einfach Pause ist. Du schließt aus. Einer nach dem anderen, bitte. War schon runter, Freddy, war ganz ehrlich, weißt du? Sitzt ja, du lässt Kohlen, nie oder? Ausreden, Alter. Ja, Freddy, ist halt echt, es kann auch einfach sein, dass er als Fascho jobbt, genau weiß, dass der nächste Fascho ist, mich ihn checken, lässt Fascho call, damit ich meinen kompletten Trust verliere und dann hier gewählt wird, Digga. Oh, dann wählt mich nicht halt was will doch einfach Lilo. Nein, ich hab den neulich auch. Ja, aber was ist, wenn der, Hitler sitzt? Marc, hör mir mal gut zu. Ja. Braun argumentiert aus irgendeinem Grund, dass wir zwei Faschos sind. Das ist gerade sowas von obvious. Und er hat ja auch gerade nicht gesagt, dass er kein Faschos ist. Ich habe gesagt, dass ich du musst und Freddy nein du sage. Du gerade die ganze Zeit redest aus dem Chat. Freddy argumentiert nur liberal. Du hast seiner Freddy und Bushi von mir ein Nein. Ich verstehe nicht, warum du bei Bushi ein Nein machst und ich verstehe nicht, warum du aus irgendeinem Grund Carbon vertraust. Also aus dieser Perspektive. Digga, nur weil er bei euch Nein legt, heißt es doch nicht, dass er bei mir ja weil ich eine ganz einfach. Also ich habe eine. Ich muss dich halt als Fascho sehen, also ganz ehrlich. Doch, so ist das ganz einfach. Ja, so ist das ganz einfach, okay. Ja, deswegen, du bist Freddy, du hast genug Sprechzeit, ne? Zwei Sachen, weil ich habe gesagt, damit ich auch nochmal was sagen kann. Ja. Also bei Patrick, ich weiß nicht, ob er liberal ist oder Fascho ist. Ich weiß nur, dass ich hatte das ja gestern oder vorgestern irgendwie auch gehabt. Ja. Also wenn du als Fascho mit zwei Leuten in Konflikt gehst, ist das ja eigentlich auch eher von Nachteil für dich. So, er kann natürlich Fascho sein, aber ich glaube nicht, dass er Hitler ist. Bei mir ist das so, wenn du in den Konflikt reingehst, bei mir ist es halt so, dass bei Lenkrad ist halt eine hohe Hitler-Gefahr. Deswegen dann eher auf mich. Das Ding ist halt, aber, Marc, okay. Was, seit wann ist bei mir denn Hitler-Gefahr? Wenn ich mit ihm in Konflikt gehe und ihn auch noch Faschokoll, wohin geht die erste Kugel? Auf mich. In 80% der Fälle. Sehe ich das richtig? Also, schießt du aber auf die schwächere Hälfte des Konfliktes. Ja gut, Patrick, davon muss er aber auch erstmal ablegen. Ja, ich kann egal, auch immer noch in den nein, Konflikt nicht, da, daher kommt man da gut. Wenn hier okay, die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich zu 80% erschossen würde, würde ich als Hitler nicht Doppelkonflikt gehen. Ist das auch richtig? Ja, dann kannst du mich wählen, wir legen die vierte blaue, wir können die ganze komplette Fascho-Scheiße hier skippen, gehen einmal auf braun, riskieren das Top-Deck und legen dann die fünfte blaue und gewinnen das Spiel. Dankeschön. Finde ich, warum ich jetzt auf einmal geskippt werden sollte. Jetzt doch jemand anders geben sollen. Ich dachte, Marc kriegt das irgendwie schneller. Marc, wenn Banane, du mal bist du mit Karbon, das, das denkst du? Aber keiner hat hier Bock, irgendwas einzugehen. Irgendwie hier. Doch, ich würde auch bei Rot ich und bei Orange. Ich habe doch die ganze Zeit gesagt, wähl zwischen Bushi und Purple. Wenn ja, du das mich ist aber. Okay, Karu, wenn du mich wählst, will ich nein, fertig. Bushi, nein, ach Junge. Also Marc, mein Freddy, hier kann Hitler sitzen, Freddy. Hier kann ja, wähl mich, ich hab doch gesagt, wähl mich nicht. Warum kann er nicht Hitler sitzen? Marc, ich stell es einfach irgendwo ab und fertig. Und ein Fascho Hitler, dass der Fascho hier einfach nochmal, Hey, halt bitte dein Maul. Ich möchte nicht gewählt werden. Marc, ich mach jetzt einen Timer auf dem Handy, eine Minute. Ja, ich will Freddy dann. Nee, wähl mich nicht. Ja, super, wenn ihr das jetzt gibt. Du wolltest nicht geskippt werden. Warum machst du denn so eine Scheiße? Warum wollt ihr mich das denn jetzt skippen? Ja, dann skippt mich, dann leg ich auch. Karo, ich hab doch gerade gesagt, wie Bushi und das wäre dann viel eher. Ja, dann leg, Freddy legt nein, dann wirst du sehen, was passiert. Ich leg nicht nein, ich leg ja natürlich. Also ja, ich glaube, dass Freddy ist. Marc, ich kann mir gut vorstellen, dass du dabei bist. Warum glaubst du, dass ich werde die Nein sehen und dann werde ich da auch. Nee, Marc, ich weiß, kann mir gut vorstellen, dass du liberal bist, aber dass ich nein lege, sollte aus deiner Sicht verständlich warum, sein. Warum, Patrick, warum? Weil ich keinen offensichtlichen Fascho durchlasse. Wenn er ablegt, dann erschieße ich ihn doch. Ja, trotzdem will ich hallo, wir sind neun Leute, haben. Ist doch egal dann. Wir sind neun Leute, wir haben immer noch zwei Dinger hier frei. Ach, es wird geskippt. Guck mal, Carbon spricht auch nicht gegen dich. Guck mal, Carbon spricht auch nicht gegen dich. Ja, nee, ich würde jetzt Merlin rauskippen. Also Carbon ist ein großer, obvious Fascho, ich weiß nicht warum. Okay, Purple will ich eigentlich durchlassen. Ich glaube, die Liberalen. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es geskippt wird. Hier, Rot hat reingelegt und beide aus dem Konflikt, nein. Die beiden waren ein bisschen sehr lullig und Bushi war triggert. Das sind auch die, die nein gemacht haben bei Teal of Purple. Braun, Rot, Grün und Blau. Okay, ich gehe da jetzt mit. Deswegen sage ich ja die ganze Zeit, die beiden sind wahrscheinlich... Also die beiden werde ich da umbauen. Marks Problem ist nur, ich bin liberal, ich weiß nicht, ich vertraue... Geh doch bitte auf Freddy. Weder die Wahl gesehen, noch die Wahl. Dann ist Banana Joe der Liberale, zusammen mit Freddy. Ich weiß, dass ich liberal bin. Das sind wieder die gleichen, hier Braun, Rot, Grün und Blau. Blue hat wahrscheinlich auch gerade abgeworfen. Das geht perfekt auf hier. Also ich... Warum ist jetzt Braun auf einmal Faschist? Habe ich irgendwas verpasst? Weil du Nein gemacht hast vorhin auch. Du hast weil er zweimal bei Teal of Purple auch Nein gemacht. Weil ich zweimal Nein. Das ist definitiv ein Grund, ein Faschist zu sein, ja.
Ja, das ist das Problem. Also ich würde Frieden nochmal probieren, der wurde gerade downgevotet. Das Problem ist nur, was ich sehe, wenn wir anfangen, Mark runterzureden. Ich glaube, das mag liberal ist. Wenn wir gegen ihn jetzt anfangen zu reden, haben wir verloren wahrscheinlich. Warte, du hast mich eh schon runtergewotet. Ich glaube jetzt null mehr. Ich habe dir gerade erklärt, warum ich gerne. Ja, das ist egal, er kann dafür nicht Hitler sein. Warum lässt du das nicht einfach durch? Ich weiß, dass du jetzt gegen mich bist. Das ist für mich okay, meinetwegen sehe, dass ich Fascho bin, aber ich darf nicht gegen dich reden, weil ich davon ausgehe, dass du liberal bist. Ja, dann mach das nicht, aber ich werde die ganze Zeit gegen dich drehen. Ja, das ist für mich okay. Krass, bitte nicht gegen Marco argumentieren, weil ich glaube, das ist nicht gut. Warum wieder? Nein, warum wollt ihr jetzt wieder skippen? Bushi, bitte Freddy nicht, einfach nein. Nicht liberal spielen. Digga, Freddy ist für mich offensichtlich Fascho und er pusht die ganze Zeit auf Bushi. Was denn Bushi hat ja, wieder Nein von mir. Warum hat Bushi gerade Nein gewählt also eigentlich? Er müsste Bushi doch war trauen. Triggert und hat wahrscheinlich und vertraut dir ja wahrscheinlich gerade nicht, weil du die ganze Zeit Ruhe auf hast. Hey, stopp mal, Bushi. Also du vertraust Grün nicht? Grüne ist mit dir in Konflikt gegangen, dann müsstest du Grün noch nicht trauen und ihm trauen. Ja. Bushi ist nur triggert und wählt einfach nur aus Protesten Nein. Ja, super, das nicht? Okay, Bushi. Ja, dann kriegt er gleich auch ein Nein. Ich glaube, trotzdem, wenn wir das so Bushi spielen, dann spielen wir das so. Also, ich diskutiere nicht eine Viertelstunde da lang. Nein, Alter, das fuckt ab. Doch, es macht doch nur dann Sinn, wenn Freddy Faschist wäre, oder? Dass Bushi Nein wählt. Also. Hä? Also falls jemand noch nach meiner Argumentation sieht, fragt Friedi hat Nein gewählt, Friedi wurde gerade downgevotet, ich sehe Friedi irgendwie, also ich vertraue Carbon nicht, Carbon schießt irgendwie ziemlich hart hier gegen Nein, zwei Leute, also... Ich schieße gegen Freddy und Freddy pusht die ganze Zeit auf euch beide, das heißt, das war jetzt... Ja, das ist sorry, also dann... Ich werde von einem Fascho gecallt, das ist total obvious. Du nimmst mich hier raus, nur weil jemand auf mich pusht, das ist total dumm. Obvious hier einfach zu K.O. gelegt, ohne irgendwelche Argumentation oder sonst was zu machen. Also, ich habe die Argumentation zweimal gesagt, wenn ihr mal drüber redet. Ich hab jetzt von mir kommt ein Ja. Dankeschön. Und der Hitler? Rot und grün wieder. Und dann fehlt nur noch blau. Vielleicht Hitler sogar. Ich gehe da jetzt mit. Egal, ob das, wenn das Faschos sind, ist mir das egal. Na boom, ups, rot. Ja, drei rote. Was soll ich machen? Purple, erschieß bitte Carbon. Ja, wer hätte es gesagt? Erschieß Carbon, dann ist ein Fascho down, bitte. Ja, Rot hat eben Nein gewählt bei dir. Merkst du nicht, wie einfach das ist? Erschieß, mir gerade kam ja Rot. Rot, Braun, Grün. Ja, okay. Erschieß entweder Schiff oder Schiff. Carbon eher. Carbon ist aktiv mit uns im Konflikt. Leute, Theorie. Das ist krass, ne? Wie oben da alles entbrennt um Carbon und Bushi und sich das Ganze halt nur daran festmacht, Freddy sich total einmischt und der Konflikt und links, ne? Ganz still geworden ist. Ganz still geworden ist. Ja, meinst du den Konflikt hier oder was? Immer die gleichen Hineinworten, das sind braun, rot, grün und dann fehlt jetzt nur noch blau bei der letzten. Oh, also Mark. Für mich geht das auch. Ja, Mark, ich mag das Einzige, was ich gedownvotet habe, ist Freddy und die beiden auf die Freddy die ganze Zeit pusht. Das war die erste Wahl. Ja, erste Hitlerwahl skippen, wieder skippen. Was wollt ihr noch skippen, Merlin? Sag also angeblich so. Ich hab doch Ja gewählt. Ich ja, du, aber trotzdem du hast jetzt Ja gewählt. Das ist natürlich total obvious. Marc, die einzigen, die ich downgevotet habe, war Freddy und die beiden, auf die Freddy schon seit Tag 1 die ganze Zeit pusht. Ist doch klar, dass ich die drei downvote. Ihr seid die ganze Zeit zwischen den drei nur gewählt. Ja, du musst mir nicht glauben. Ich hab noch nicht den Hitler-Shit. Warum habe ich das Hitler-Shit immer noch nicht? Dann sei halt weiter tilted, sehr am Ende. Meine Lipkarte und dann fress Staub, du Idiot. Merlin hatte drei Rote. Und war auch Merlin. Und der claimt auch angeblich drei Rote. Also ja, deswegen habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen mit den drei. Ja, aber dann müsstest du doch aus Banana Joes Sicht müsstest du auch Merlin abknallen, oder? Da denke ich gerade auch. Er schießt einfach Carbon wegen, das ist das Beste. Also das Spiel ist so maximal los. Bitte, bitte schieß auf mich. Ich hab Fascho, obwohl er obvious Fascho ist, also bitte. Ja, ich bin obvious Fascho. Ey. Bist du auch. Ja, Digga, du kannst das noch tausendmal behaupten. Ja, ist aber nicht so passiert, ganz einfach, Digga. Ist nicht so passiert und fertig. Ah, Joe, bitte. Banana Joe hat aber letztens zweimal bei einer liberalen Wahl auch Ja gestimmt. Deswegen denke ich nicht unbedingt, dass er noch der Hitler ist. Woher wissen wir denn, dass es eine liberale Wahl war? Schieß mal bitte auf Thiel. Ja.
Dann ist aber ein... Woher wissen wir, dass Marc liberal ist? Woher wissen wir, dass... Warum ist auf Tier? Dass Patrick liberal ist. Weil Tier gerade so komisch geworden ist. Das geht für mich nicht. Nein, Marc, das kannst du jetzt nicht sagen. Doch, das ist für mich komisch gewesen. Nein. Weil er dir vertrauen müsste und mir hat er dann nicht vertraut, so keine Ahnung. Auf einfach so Max. Nee, Banana bitte, ja. Also nach der Anekdote, eigentlich müsste... Das Problem ist, ich kann mir gut vorstellen, dass er liberal ist und einfach nur straight up gegen uns ist, weil er gegen uns sein will, halt. Er verwirrt mich alle hart, nein, gerade. Ja, ich Konflikt eingegangen. Er ist grün oder blau? Hier und hier. Ich bin liberal oder beziehungsweise ich bin nicht Hitler und ich hatte auch keine Wahl gehabt von deiner Perspektive. Also, oh, du wirst gleich so mad sein, Alter. Du wirst gleich so mad sein. Ich wiederhole das gerne noch einmal. Ja, Mann. Da sind jetzt zweimal hintereinander drei Rote gekommen. Zweimal. Hm. Das heißt, eigentlich muss Banana Joe auf Merlin schießen. Ja, muss nicht auch. Nicht unbedingt. Wenn er liberal ist. Bitte. Da muss vorher was verschwunden sein. Also entweder... Das glaube ich auch fast, dass was verschwunden worden lassen wurde, gewesen, getan. Ja, habe ich auch. Hab zwei blaue. Oder hier sind doch noch drei blaue drin, aber einer von euch hat wahrscheinlich abgeworfen. Schieß bitte Carbon, ey. Da ich nicht abgeworfen habe, zuckt mein Finger gerade. Ja, hätte Freddy, wir gewollt, wissen, dass du auf Carbon schießen willst. Ich weiß nicht, aber Merlin hat bei der ersten Wahl Nein gesagt. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt auch die ganze Zeit so rauf darauf reden, dass Freddy erschossen wird, dann hätten wir gar keine Ruhe mehr am Tisch bei Super. Ja, Freddy, du bist Fred hat das erste Mal auf Pink Nein gemacht, warum? Ich mach's jetzt einfach mal. Ja, Merlin, warum hast du bei der ersten Mal Nein gemacht? Hallo, ich möchte mal für Carbon sprechen. Weil er in einem Dreierkonflikt ist, ne? Er hat Bushi Fascho gecallt und es hat einen Konflikt mit Freddy. Wenn wir Carbon erschießen, erschießen wir die schwächere Seite. Das ist richtig. Okay, und was ist das für eine scheiß Argumentation, bitte? Ja, die Seite muss liberal sein. Die schwächere Seite muss liberal sein. Warum bist du die ganze Zeit für Carbon? Du hast die ganze Zeit gerade eben für Carbon argumentiert. Ich bin gegen deine Schwachsinnsargumente. Null Ahnung hast du. Dagegen null Ahnung, was überhaupt okay. ist im Konflikt. Okay, können wir jetzt aber so machen, ich gebe ihm Talkpower, jeder kann einmal was sagen und wir machen weiter. Also, erschieß bitte Carbon. Können wir vielleicht einfach Freddy erschießen im Sinne des Spielspaßes, dann haben wir wenigstens Ruhe am Tisch. Genau, Banano Joe, lass dich nicht einlullen. Hat er recht, muss ich ihm jetzt recht geben. Lass dich nicht einlullen. Von wem soll ich mich nicht einlassen? Ganz objektiv, aus deiner Sicht, wenn du liberal bist, er hatte drei Rote oder du schießt in Konflikt rein. Das ist jetzt die Wahl. Also entweder in Konflikt, ich blau, seh, hier seh. Oder hier oder keine Ahnung. Ist auch noch aber ich seh Bushi immer noch als liberal noch und Fascho ist aktiv. Wahrscheinlich sogar Hitler, kann ich mir gut vorstellen. Ja, die unten argumentieren auch gar nicht mit die beiden. Ja, ich kann in den Konflikt kann ich auch einschießen. Uns beide, weil okay, ich mach jetzt wirklich Talkpower. Was heißt, was sagen. Gar nicht mit? Your channel was edited. Ich geb jetzt jedem einmal Talkpower und dann sagt jeder einmal was und wir machen weiter. Das ist ja ekelhaft heute. Marc, fang du an. Ich fange einfach von oben einmal an. Meinst du wirklich, dass das was bringt? Ja, das ist halt komplett Ace heute. Das ist halt das Spiel, Merlin, dass man diskutiert. So, ja, aber ja, okay. Ja, dann machen wir das jetzt so. Also meiner Meinung nach sollte der Schuss entweder, ich glaube, der sicherste Schuss ist auf Rot, weil er so oft Nein gemacht hat. Oder du gehst in den Konflikt. Also wenn du einen töten willst, wir haben nur vier Blaue gesehen. Er kann sehr wahrscheinlich abgelegt haben. Lenkrad hat bei mir Ja gemacht. Lenkrad hat auch bei Lila ist er mitgegangen. Ich würde auf jemanden schießen, der entweder Nein gewählt hat oder der im Konflikt ist. Weil Blau, nicht Blau, Braun, Red und Grün haben ich hier vier Blau. Wahlen dreimal Nein gemacht. Deshalb möchte ich einen von denen erschießen. Nächster. Patrick. Also erstmal möchte ich kurz Freddy auseinandernehmen. Also die Argumentation zu sagen, sorry, dass ich Argumente habe, anstatt nur ein NPC zu sein, ist halt fucking Bullshit. Einfach nur aus dem fucking Grund. Wen willst du erschießen jetzt? Du redest die ganze Zeit durch, Alter, und dann wunderst du dich, warum andere Leute nichts sagen. Like, shut the fuck up. Ich würde in den unten Konflikt schießen, er wurde einfach, seine Karte wurde nicht gesehen, ich würde auf Lenkrad schießen, der ist relativ leise. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier unten Hitler bei ist und dass wir einfach nur leise sind, in der Hoffnung, den Schuss nicht zu kriegen. Ihr könnt natürlich auch mich erschießen, dann habt ihr Gleichstand, habt ihr zwei Faschos, die ganze Zeit schon Macht am Tisch haben. Okay. Bin durch. Bushi? Ich weiß zwar nicht, wo ich Macht habe. Okay, ich habe halt zwei blaue gelegt. Keine Ahnung. Wen ich erschießen würde, ich habe keine Ahnung.
Okay. Achso. Sorry, was? Also aus meiner Sicht natürlich Carbon, wenn er mich Fascho callt. Keine Ahnung warum. Und wenn nicht, hier halt in Konflikt. Keine Ahnung, was sonst. Jetzt kannst du noch. Ich würde ganz ehrlich sogar auch auf Freddy schießen, ist meine Meinung. Dann ist Banana Joe dran. Talk power granted. Ja, also, ich würde überlegen, weil wir hier einen Dreierkonflikt haben, das ist echt, ich weiß nicht, auf welche Seite ich da schießen soll. Hier hätten wir einen Zweierkonflikt. Wenn wir da auf beide Seiten schießen, ist es halt relativ safe, dass dann auf jeden Fall ein Fascho raus ist. Oder, keine Ahnung, wenn den drei Rote, ich drei Rote, ich weiß nicht. Du bist auch noch ein heißer Kandidat, aber ich weiß nicht, entweder schieße ich hier rein oder da oder je nachdem, wenn wo jetzt die meisten Stimmen für sind, im Sinne des Tisches. Okay. Talk power revoked. Dann kommen wir zu Freddy. Let's go. Ja, also so wie ich das sehe, ne, Fascho callt mich hier Fascho und sagt angeblich, dass ich gedroppt habe, obwohl das nicht der Fall ist und will noch einen Liberalen eventuell, also ich glaube jetzt auf jeden Fall, dass Bushi liberal ist, versucht hier ihn natürlich zu skippen, hat aber jetzt nicht geklappt, da diese Wahl zustande kam, weil hier das gewählt wurde und die beiden haben Nein gewählt. Dann kommt noch Merlin dran, der angeblich noch drei Rote gehabt hatte und gibt den einfach zu Karu, ohne irgendeine Argumentation oder sonst was. Und danach wird halt da sehr viel debattiert, wen er dann wählen soll. Und dadurch, dass aber auch Karu geskippt wurde, als er dann mich gewählt hat, sagt auch einiges, dass, glaube ich, auch Karu dann liberal ist. Und je nachdem aus diesem Konflikt, Lenkrad geht die ganze Zeit mit uns aktiv mit, ne, bei unseren Wahlen, deswegen würde ich mal auch suspekten, dass Lenkrad aus diesem Konflikt liberal ist und ja, eigentlich sehe ich nur diese Option, auf Carbon zu schießen. Okay. Und, ja. Dennis? Ja, ja, moin. Also, wir haben zwei Konflikte. Ich würde in einen von beiden schießen, oben, wenn dann auf die stärkere Seite, das hat ja gerade schon mal angeführt. Gerne auf Freddy. Sorry. Und unten links, was ich gerade spannend fand, was Karu gesagt hat, dass er jetzt eher auf Rot schießen würde, obwohl er gerade ganz gut argumentiert hat, dass wir, wenn überhaupt, wenn dann Rot wählen sollen aus dem Konflikt, weil Orange höchstwahrscheinlich Hitler ist. Aber jetzt möchte er lieber Rot erschießen, finde ich sehr fischig. Deshalb würde ich auch auf Lenkrad gerne schießen wollen. Okay. Ist Rot, Hendrik. Möglichkeiten. Du konntest noch nicht reden. Also, hier folgende Möglichkeiten. Da sind jetzt zweimal drei Rote gekommen, deswegen würde ich sagen, also Merlin, also wenn jetzt Bernardo Joe liberal ist, dann könnte er damit auch Merlin erschießen. Das ist relativ unwahrscheinlich, wenn es in den Konflikt geht. Ist klar, dass ich nicht erschossen werden möchte, deswswegen brauche ich da gar nicht so viel zu sagen. Es ist aber so, dass bei Lenkrad habe ich die Fascho-Karte gesehen. Aber er hat blau gelegt, deswegen ist da die Hitler-Gefahr relativ groß. Deswegen denke ich mal, dann argumentiere ich jetzt. Ist natürlich leicht für mich zu argumentieren, weil ich im Konflikt bin, aber tatsächlich für Lenkrad. Und bei Patrick ist es so, dass wenn du da in den Konflikt gehst, denke ich dann eher die andere Seite, weil ich denke mal, dass Patrick dann nicht, also so wie das abläuft, ich glaube nicht, ich denke mal, dass er eher liberal ist. Okay. Weil er mit zwei Leuten da im Konflikt ist. Lenkrad, Schlusswort. Ja, das gibt mir natürlich wieder zu denken, was du eben Rot eben gesagt hast, deswegen denke ich, dass Blau wahrscheinlich Hitler ist, aber bei Rot triffst du halt einen sicheren Faschisten. Grün hat jetzt versucht, auf mich zu pushen und Braun hat auf mich gepusht und Braun, Rot und Grün haben alle gegen dich gestimmt. Das heißt, vielleicht liege ich auch komplett falsch und Banana Joe ist Hitler, aber davon gehe ich mal nur mit so 2% aus. Ich halte ihn für 98% für liberal, der jetzt auf Rot oder Carbon schießen sollte. Okay, alles klar. Dann Banana Joe hast jetzt genug. Oh, warte das mal, Talk Power. Ich jetzt nicht warte. Null. Scheiße. Jetzt, sorry. Banana Joe, hier ist meine Fascho-Liste, such dir einen aus. Jetzt schieß bitte auf irgendeinen, jetzt hast du alle Argumente gehört in Ruhe. Sorry, ich kaufe dir die drei nicht ganz ab. Ja, nein, ich bin nicht Hitler. Okay, ja. Na gut, das ist... Ja. Jetzt müssen wir entweder davon ausgehen, dass du wirklich Fascho war, was ziemlich gut ist. Wieso hast du nicht in den Konflikt geschossen?
Nee. Nee, eigentlich, also, das Ding ist aus dieser Perspektive. Merlin acted ziemlich susp, ohne Argumentation hier K.O. zu geben. Er hat und argumentiert, sogar bei du hast nur nicht zugehört. Also, das war, glaube ich, schon eher ein guter Move, dass er das getan hat. So, jetzt würde ich jetzt eigentlich sogar, eigentlich K.O. wählen. K.O. oder Bushi, also. Ich bin eher bei K.O. dabei, weil eigentlich sehr viele das auch Nein gewotet haben, außer ich und K.O. selbst. Ich hoffe, dass jetzt die Yasin-Liberalen jetzt noch flüssig sind. Ich hoffe, dass Freddy nicht durchgeht. Ach Gott, also ich sehe dann, wenn die Wahl eher bei den Nächsten, nicht bei Freddy. Warum nicht? Warum beim Nächsten, wenn Braun die ganze Zeit gegen uns... Ach, scheiße, jetzt nicht halt Freddy. Ja, weil Braun die ganze Zeit gegen uns argumentiert. Nee. Also Freddy gebe ich dem Schuss nicht. Also ich wette, also wenn er mich auch wählen würde, würde ich auch nein haben. Mir egal. Hat aber so keinen Sinn. Die Frage ist, ich muss für mich jemanden aus dem Konflikt vertrauen. Ja, Freddy, das Ding ist, wenn ich dir nicht vertrauen sollte, Freddy, dann musst du Braun vertrauen. Aber warum solltest du Braun vertrauen, der die ganze Zeit gegen uns steht? Ja, und aus irgendeinem Grund, ohne Argumentation, irgendwie Carbon vertraut. Der anscheinend. Nee, wir können nicht Freddy, Braun. Nee, wir können auch nicht. Ich vertraue lieber Freddy. Außer die beiden, außer einer von den beiden. Wenn ich falsch liege, das Einzige, was der Freddy gerade die ganze Zeit macht, ist mich diffamieren. Ja. Sagt, ich lege Nein, ne? Und ich sei ja Fascho, ich wäre ja gegen Wahlen. Man kann aber auch Nein wählen und einfach mal ansehen, wie die Wahlen laufen. Ne? Das Ding ist, direkt haben... gegen einen zu... Ich finde auch, by the way, also, sorry, ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Ja. Ich finde aber auch, by the way, also klar, er spricht für mich, deswegen ist es aus meiner Sicht jetzt gerade leicht zu sagen, aber ich finde, er hatte durchaus solide Punkte. Und nur weil du die nicht hörst, weil du die ganze Zeit durchredest, heißt nicht, dass er keine Argumente hatte. Genauso wie Merlin Argumente hatte, Mark zu wählen. Du hast sie einfach nur nicht gehört. Das heißt nicht, dass die keine Argumente hatten. Mark hat das gerade eben selber gesagt, dass es total random war, dass Merlin ihn gewählt hat. Und da habe ich jetzt auch keine Argumente dafür gehört. Also, sorry. Ja, und ich sehe auch, versucht zu argumentieren. Okay, bevor das wieder hier anfängt. Es gibt vier Vorschuss hier, die ganze Zeit Nein wählen. Ja, und hier ist einer. Sehe ich das? Also, könnt ihr so. Ja, ich gehe jetzt auch mit dir. Ich muss jemandem vertrauen aus dem Konflikt. Ich gehe bei dir jetzt einfach mit. Ach ja, wir können wählen. Sorry. Whatever. Ja, Braun, du kannst wählen. Du wirst wahrscheinlich Nein wählen. Ja, natürlich. Bis Hitler. Nein, bin ich nicht. Nö, natürlich nicht. Oh, jetzt kommt Blau, ey. Okay. Da kann er mich ja gleich erschießen. Ja, easy. By the way, ich hatte aber zwei Blaue. Also, ja. Ich hab dich aber... Oha. Ja, da würde ich jetzt gerne... Ja, oder zielen. Orange skippen. Weil wir haben... Warte mal, wir haben drei Karten. Je warum nachdem, willst du auf Orange skippen, Mann? Du machst du Fehler damit. Nee, ich sehe die 9-Wort-Verträge, das reicht mir gerade. Ja. Du willst nicht auf dich skippen, zum Beispiel. Du willst auf Lenkrad skippen. Ach doch, ja stimmt. Wir können auf mich skippen. Richtig. Mit einer random Karte. Wir haben halt drei Karten. Also ich weiß, wenn Merlin wirklich abgelegt haben, dann ist eine rote dabei. Willst du denn auf Karuk skippen? Da ist jetzt noch eine blaue drin. Ja, ich lass dich durch. Warte mal, woher willst du wissen, dass eine blaue drin ist? Merlin hätte gedroppt. Also Merlin hat wahrscheinlich gedroppt. Also mein Problem ist auch, dass wenn jetzt zwei blaue waren, dann hatten die ja auch keine Wahl. Also wenn die beiden wirklich... Also Freddy hatte keine Wahl. Also ich hatte auf jeden Fall drei rote. Ja, ich skippe jetzt auch auf Lenkrad. Komm, let's go auf Lenkrad. Entweder skippen wir das auf Lenkrad oder wir machen ein Top-Deck zu Karo. Und das also ich weiß halt jetzt, dass ich aus den letzten fünf Wahlen haben Braun, Rot und Grün zusammengewählt. Das ist, glaube ich, kein Zufall für mich gerade. Ansonsten ist es halt wirklich anders. Na, Digga, wie oft war es denn so, dass wirklich alle Faschos halt, immer gleich gewotet haben und kein Liberaler, alle Liberalen haben immer Ja gewotet, Marc. Das wird's sein. Du hast gerade genau den richtigen Riecher. Ja, das passiert auch, ja. Ja, das ist es auf jeden Fall. Ja. Ernsthaft, wieso habt ihr denn wenigstens jetzt nicht ein Nein rausgelegt? Ja, warum sollte ich? Nein, ich glaube Braun und ich werde gewählt. Warum soll Rot ich können wir nicht durchlassen. Ich muss jetzt aber auf einer Seite mitgehen, Patrick, tut mir leid, das ist nichts gegen dich. Jetzt wieder, was du wahrscheinlich wieder denkst. Nö, ich glaube nicht, dass ja, was so denn? Wen denn? Lieber Rot oder lieber Orange? Marc. Ja, ich sag nicht, dass es so ist, dass du mir nie vertraust, Marc. Ich sag einfach nur, du hast gerade den falschen Riecher. Marc, theoretisch. Ja, dann theoretisch. Bin ich dann nehme ich das auf meine Kappe. Marc. Ja, toll. Lieber Rot oder lieber Orange jetzt? Marc, je nachdem, wenn wir davon ausgehen, dass da überhaupt noch eine blaue drin ist oder nicht, theoretisch können wir davon ausgehen, so, dass wir die rote, wenn wahrscheinlich die rote noch da ist, verstehst du, einmal topdecken und danach kommst du so oder so dran, verstehst du? Wählst mich, das kommt durch. Wenn das Veto ist, dann skippen wir nur einmal und Bushi kommt dann dran, wo dann halt wahrscheinlich Purple wählen. Ich sehe Bushi auch als eher liberal. Also, die beiden gehen halt die ganze Zeit mit uns aktiv mit. Also, deswegen stufe ich die auch eher als liberal ein. Also, lieber Top-Decken jetzt oder was? Argumentation, von meiner Perspektive, deswegen. Ich würde ja niemals Hitler machen, bei allem mitgehen.
Kann ja auch sein, das kann ja auch richtig falsch liegen. Aber wir sehen doch dann drei. Du musst da auch bei unserer Perspektive sehen, dass ihr dann ziemlich fishy aus unserer Perspektive seid. Also wir können das jetzt noch mal top decken, nur mal zum Notfall, sage ich mal nochmal. Oder wir gehen auch damit mit. Also ich gehe lieber bei Purple, oder? Ja, doch. Nein, nein, liegt. Oh, da bin ich am Ende wenigstens schuld. Ich gehe noch mit, ja. Entweder wurde abgelegt, oder ist noch eine blaue drin, wenn wirklich die beiden drei roten hat. Also Purple glaube ich nicht so, dass er abgelegt hat, aber Merlin hätte auch noch droppen können. Also ich glaube auch, er lenkt gerade aus dem Konflikt. Rein in den Hitler! Ja, rein in den Hitler. So. Ich bin nicht Hitler, um das gleich mal vorweg zu sagen. Wow. Okay, Patrick, jetzt wird's schon sehr obvious langsam. Sorry. Ich bin liberal. Okay. Der arme Patrick, ey, der ist lost. Ja, ich bin lost, Freddy. Nee, also im literal sense, du bist lost. Und, oh, geil. Belgrad, haben wir ein Problem? Nein, wir haben kein Problem. Ich hatte drei rote, das heißt, Merlin hat Carbon abgelegt. Ja, er schießt bitte Carbon, verstehst du? Also das ist jetzt total obvious. Also dann war mein Gefühl, glaube ich, richtig. Carbon, wenn du jetzt Carbon erschießt, bitte. Warte mal. Ja, komm, ich schieße. Mein Schild bitte noch. Bitte, Braun hat gegen mich geredet, hat eine blaue gespielt am Anfang, sehe ich das richtig? Ja, ich habe eine blaue gespielt. Schieß mich. Ach, bitte. Whatever, komm, erschieß mich, rein in den Tod. Bitte erschieß mich. Bitte erschieß Carbon, er ist mit uns beiden im Konflikt, verstehst du? Und das Ding ist, wir müssen nicht mal skippen bei Carbon, wenn er erschossen wird. Und es ist total obvious, dass jetzt eigentlich ein Fascho tot ist, wegen sonst wären die Wahlen nicht durchgekommen, verstehst du? Ach so, dass wir. Es ist total obvious. Wenn Carbon mit dir, also warte mal, das ist alles so selbsterklärend, Digga. Und dann haben wir ja immer noch die. Mal, warte mal, bevor du Carbon erschießt, warte mal kurz. Es ist einfach also obvious, Marc, siehst du es nicht? Alle sind sich einig. Nein, Lenkrad, du musst rot erschießen, du bist mit ihm im Konflikt. Er hat dich Fascho gekauft. Aber er versucht es auch. Fascho schießt gerade. Fascho will offensichtlich gerade Fascho an der Kugel. Wir wissen doch, dass die zwei Faschos sind, aber wenn Carbon nicht erschossen wird, verstehst du, dann müssen wir noch einmal skippen. Nein! Oh mein Gott. Bin ich Hitler. Freddy, du hast immer noch nicht durchbekommen, dass ein Liberaler abgeschossen wurde. Was ist los bei dir, Digga? Das ist doch obvious. Oh ja, und deswegen wurde die vierte Blaue dann auch gespielt. Ah, total obvious. Verstehe ich nicht. Lenkrad, hast du es gerade nicht verstanden, warum du Carbon erschießen solltest, oder? Also, no offense, aber verstehst du es, warum du Carbon erschießen hättest solltest? Wegen dann müssen wir jetzt will einfach Freddy, ja, dann drückt er die fünfte rote war rein, sagt nein beim Veto und dann kannst du doof aus Wäsche gucken. Hier krass, mein Gott. Das heißt, ist mich zu sehr. Ja, ich war halt nur noch die Gefahr, dass Hitler mit mir in Konflikt ist. Weil so, Mark, ich weiß, dass du lieb bist, und dass aber, du nur nach hinten losgegangen ist. Und Mark, Braun, hoffe ich nicht. Ich hab einfach Freddy vertraut. Oh mein Gott. Ja, du vertraust mir schon die ganze Zeit. Ich würde so gerne Banana Joe wählen, aber ich kann ihn nicht wählen. Es lief ja schon ziemlich gut für dich die ganze Zeit, also. Banana Joe ist für mich Self-Lip. Marc, bitte. Marc, du musst. Ja, sorry, ich hab leider das blöde Schild. Es sind sich die ganze Zeit anscheinend. Marc, wenn wir die Faschos sind. Blau halt eine gedroppt wenn hier, hat zwei, wenn hier zwei Faschos sind, hier ein Fascho saß und der vierte hier sitzt und wir die ganze Zeit nein wurden, sind sich alle anderen Lips am ganzen Tag. Ja, aber Patrick, das Ding ist, wenn Lenkrad jetzt Hitler wäre und hier wäre ein Fascho tot, dann könnte sich Freddy auch einfach revealen und sagen: Ja, er schießt Patrick. Ja, ich glaube, das hier ein Lippen hat. Der hat er ja nicht gemacht. Marc, soll wir skippen auf mich und ich will dich? Nein, bitte nicht, egal. Oh ja, nee, das will ich nicht skippen. Einfach auf Carbon schießen sollen. Also. Wen, guck mal, lass dich davon nicht mehr abreden. Wähl einfach Freddy, geh rein in den Tor und fertig, aber dann ist die Runde wenigstens Ende. Und danach ist die letzte Option Bush. Ich muss Freddy jetzt wählen. Ja, dann kriegst du. Bitte kommt auch damit durch. Wird jetzt eh durchkommen. Ja, dann nimm es auf meine Kappe, Patrick. Ja, Digga, schön, dass du das auf deine Kappe nimmst. Trotzdem verliere ich mein Spiel. Ja, sorry, das kann ich ja nichts dafür. Ich hab Nein gewotet die ganze Zeit bei den gleichen Leuten. Das siehst du einfach nicht. Purple, Pink hast du Nein gewotet. Ja, Purple und Pink und Grün hast du Nein, Blau hast du Nein gewotet. Teal hast du überall Nein gewotet, Digga. Jetzt sag, also übertreib mal nicht. Du hast fünf Wahlen hintereinander. Ja, ich bin noch am Überlegen. Ich weiß nicht, ob man Marc so richtig hart trauen kann, ey. Doch, Marc. Alter, er hat Blue of Choice. Ich habe ihm die Wahl gegeben und er hat auf Choice gespielt. Ich wurde downgevotet, ja? Ich bin nicht er Hitler. Er ist nicht Fascho. Können wir das ich bitte einfach downvoten, Alter? Ich bin aus dem Fascho-Sumpf hier. Banana Joe, ich wurde downgevotet vorhin auch, als ich den Pidi hatte. Auch, ja, er wurde einfach, Merlin hat ihn einfach random gegeben und er wurde dann downvotet. Ich bin so maximal verwirrt, ich weiß es nicht, ich sehe es gerade irgendwie nicht. Was?
Warum wurdest du dann? Nein, no fuck. Das wird halt, geht halt. Maximal halt verwirrt. Das Ding ist, wir haben mal zwei. Ach, das doch, Ding ist, wir haben zwei Faschos tot. Also ja. Das proof schon wieder. Das, also. Oh, na komm, spielt rot, macht das Game zu Ende, meine Güte. Nein, das ist nicht. Mein Gott. Veto, ne? Ja, es gibt Veto-Power. Lass mich sehen. Veto. Veto, ja. Ja, okay, danke. Ja, danke schön. So, und dann wird auf Bushi gespielt. Der ist auch noch Lip, Alter. Richtig Booste. Ja, okay, passt. Alter! Also, ich sag mal so, wie es ist. Freddy ist Fascho. Ja, genau. Deswegen halt hab ich gerade. Das Okay. Warum ja, geht es hier nicht weiter? Müsst ihr nicht einen vorlegen hier? Lip, hier den Tracker? Ah, weil ja. Es ist ja eine gescheiterte Wahl praktisch. Und den Präsident vielleicht einfach weiterlegen? Das geht eigentlich von alleine. Warum? Ja, warum geht das jetzt nicht Security von alleine? Disabled. Das geht nicht von alleine, ihr müsst das weitergeben. Ja, okay. Was weitergeben? Ja. Ernsthaft? Aber eigentlich musst du es erstmal nach Cabone legen, weil wir erstmal Cabone niederwählen müssen, wenn überhaupt. Also nicht gleich auf Bushi. Nee, das bleibt da. Wenn wir noch ein zweites Veto machen, ey, dann schießt mir in den Kopf. Ach doch, die Wahl kam ja durch. Die Wahl kam durch. Das geht nicht, Patrick. Nein. Und Cabone Patrick nein, auch sowieso nein machen. Freddy ist jetzt... Oh liberal, also er hat gerade Veto gemacht, bitte jetzt nein. Freddy ist offensichtlich Fascho, dass er es immer noch nicht versteht, Leute, ey. Ich langsam bin ich am Verzweifeln. Also ich, Freddy, sorry, also gerade eben, hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich ja gemacht, aber das war gerade nicht so, ich bin gerade maximal verwirrt hier. Ich bin gerade, mach ja, wir haben gerade Veto. Wer ist verwirrt? Banana Job, bist du viel? Ja. Jetzt seid ihr beide natürlich liberal, zu 100%, weil sonst hättet ihr das Veto nicht akzeptiert. Aber deswegen, wenn die Faschos mit meinen Worten einfach komplett gehen, danke. Wir müssen jetzt darauf aufpassen, dass Bushi und Purple jetzt wirklich die Blaue haben. Wenn sie das nicht haben, dann haben wir halt verloren, weil Carbon nicht erschossen wurde. Boah, cool. GG. Ja, Freddy, du warst die ganze Zeit so sicher. Ich musste dich einfach nur reden lassen, Bruder. Danke. Hey, Hitler, geben Sie mir bitte eine rote Karte. Und? Jo, sind Fascho. Da kommen jetzt drei Blaue. Nein. Oh, der Hitler ist mir nicht mal eine Wahl. Veto, Herr Hitler? Nein? Okay. Schön, wie sicher ich. Warte mal. Es ist so eine Genugtuung. Es ist so eine maximale Genugtuung, Alter. Es ist so eine Genugtuung gerade. Ich hab keine Ahnung. Bushi hat auch einfach null Ahnung. Es ist so eine Genugtuung, Alter. Okay, aber ich Freddy, ganz ehrlich, wie du argumentiert hast. Du bist richtig verschont. Was heißt also argumentiert? Warum vertraust du kaputt? Geil! Wieso war er bitte für euch richtig liberal? Das hat null Sinn ergeben. Das hat gar keinen Sinn ergeben. Mag die ganze Zeit lila, ist safe liberal. Lila ist so liberal. Lila war auch safe liberal. Dafür gar kein Grund. Warum, Pöppel, habe ich die ganze Zeit liberal gesehen? Und Merlin, du hast halt gegen Team gestimmt. Also Freddy, gepasst. Zwei Faschos von mir und Marc waren in einem Team. Also war für Ronald mich voll okay. Ronald hat auch fünfmal hintereinander Nein gewonnen. Vor allem, ja. Es hat halt perfekt gepasst, dass ihr die ganze Zeit Nein gewonnen habt. Ja. Ich habe zweimal Nein gemacht. So ein Schwachsinn. Es ist einfach zu Nein. Aber ich dachte wirklich, Freddy wäre Fascho. Aber ich war zwar Fascho, aber ich habe deine Argumentation trotzdem verstanden. Sie wurde halt am Tisch nicht gesehen, aber ja. Es war trotzdem logisch von dir. Ich wusste am Ende ganz ehrlich nicht, wer liberal ist und wer nicht. Ja, du warst auch einer der wenigen am Tisch, die wirklich logisch argumentiert haben. Da kommt am Ende sogar noch eine Fascho-Wahl durch. Fascho-Wahl, ja, Kai. Du argumentierst zum Beispiel gegen die ganze Zeit die beiden, obwohl da nein, kein mit hier gegen. Also Lenkrad habe ich auf jeden Fall durchgelassen, weil ich wusste, ich habe gedroppt, so. Nicht Merlin. Ich habe gedroppt und hat's Merlin untergeschoben. Jo, ja. Junge, du warst der Liberalste für mich, oder? Das Problem ist aber, Banana, wir hätten das eigentlich downvoten müssen, einfach nur, weil, wenn er einen Fascho schießt, können wir nicht mehr einfach downvoten, wann wir wollen. Ja, 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 aber ich hatte gehofft, dass er sich vielleicht belabern lässt. Ich wollte eigentlich, dass noch ein Schuss kommt. Ich bin jetzt erstmal raus. Also die Faschos haben sehr liberal gespielt. Also aber Bushi, wann wusstest du, dass ich Fascho bin? Als ich dich Mr. Hitler genannt habe? Nö, Patrick, also ganz gut gespielt, die Faschos. Es ist eine Genugtuung, Digga. Es ist eine Wonne. Es ist eine Wonne. Oh, Alter, das war eine. Ey, richtig geil. Vor allem Bushi, was? Du bist auch Fascho, was? Erkannt, dass ich dein Fascho bin. Hast du es überhaupt jemals gesehen? Ja, du hast ihn noch. Bushi wurde gekannt.
Ja, ich habe ihn gecallt, aber ja, ich glaube, Bushi ist gemutet. Ich dachte, dass ich der, also ja, okay, dass ich der Liberale bin halt und dass du der Fascho bist. Aber ich hätte jetzt erstmal wirklich Bushis Faschos interessiert mich jetzt nach der Runde, wen er als Fascho gesehen hätte. Ja, hätte mich auch jetzt mega interessiert. Ich glaube tatsächlich, dass er mich als Lip und dich als Fascho die ganze Zeit gesehen hat, weil du hast seit Beginn des Spiels für meinen Hit. Nein, er, eben hat er gesagt, ich sei der Liberalste für ihn am Tisch gewesen. Ja. Faschos haben halt sehr liberal gespielt, also muss ich ehrlich zugeben. Ja, das, was ich halt nicht verstanden habe, ich habe mir das Spiel angeguckt. Ich weiß nicht, warum ihm hier so getraut wurde. Er hat, anstatt in einen Konflikt zu schießen, ihn zu erschießen, nur weil er drei rote Karten vorher gecallt hat. Hat am das Anfang fand ich halt auch ein bisschen suspicious. Freddy hat am Anfang auf die gepusht und ich musste einfach nur die ganze Zeit dagegen reden. Und die ganze Zeit dafür sorgen, dass es gedownvoted wird. Und je mehr ich dafür dagegen geredet habe, desto mehr Trust haben sie bekommen. Ja, aber ich verstehe halt nicht, warum die anderen zwei Liberalen halt gegen uns dann gesprochen haben. Ich weiß auch nicht warum. Hätten die zum Beispiel nicht gegen uns gesprochen, dann wäre da halt auch. Hätten die nicht dagegen gesprochen, wäre schon längst GG, weil Bushi gewählt worden würde. Ja, hätte Merlin und Braun halt ganz Nein gebotet, dann hätte ich die eventuell noch vielleicht als Liberal, je nachdem, bei der Arbeit. Aber das Ding ist, Braun ist halt so. Ja, Bushi ist gerade sowieso auf Kano. Die macht jetzt alle eine Pause, weil nämlich Rollen jetzt gerade gekommen. Ich mache eine Pause. Wow. Es tut mir leid, aber ich habe mega Hunger, ich muss was essen, ich habe richtig Bauchschmerzen schon. Alter, aber die nächste Runde, also ich esse jetzt was, so 40 Minuten ungefähr, wenn ich wegkomme, dann komme ich wieder. Oh, ich hoffe, du kannst mir verzeihen, es tut mir leid. Ja, MT ist aber auch noch da, glaube ich, oder? Ja, MT hat gesagt, ich soll schon spielen, ich weiß nicht, ob der mitspielen will. Vielleicht geht der rüber. Ich glaube eher, dass bei Carbon was im Kopf wehtut. Wer hat das gesagt? MT. Oh, true. Ah, Robert ist da. Ich glaube, der kommt bestimmt direkt. Der freut sich. Banana ist mal wieder dabei. Spielt doch Stellaris. Ne, Robert hat keinen Bock. Der meinte, er muss arbeiten vor 2 Stunden und spielt seit 2 Stunden Stellaris. Er muss Stellaris arbeiten, aber Nachtschicht. Ich spiele gar keine Stellaris mehr. Er ist bloß online. Ja, dann ist er. Aber lass doch warten, bis Bushi wieder da ist. Ernsthaft. Ich möchte nochmal von Bushi hören, wen er seine Faschos gesehen hat. Ey, das würde mich so gerade interessieren. 5, 6, 8, wir sind ja 7 mit MT, wir können ja nicht starten, wenn Bushi wieder da ist. Nice. Ja, dann haben wir das trotzdem noch kurz auf Bushi fragen. Ich möchte mal hören, wen er ist. Ich muss echt sagen, ich mag euch alle ja nicht, aber Carbon mag ich am meisten nicht. Boah. Wieso magst du Carbon nicht? Ich weiß nicht, der ist so. Also gefühlt hat er nur Bullshit gelabert, die Runde. Alle anderen, die Liberalen haben misplayed. Banana Joe hat so getan, als ob er liberal wäre. Bushi hat liberal gespielt ohne Ende. Die haben so quasi gecarried, haben jetzt auch die letzte Karte und Carbon. Oh, das ist so toll, das ist so genugtuend. Ich habe so gut gespielt. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann schon verstehen, warum. Weil dadurch, dass er halt dagegen war, hat er Freddy dafür, dass er dazu geführt, dass Freddy dafür war. Ja, natürlich. Ja, ja, aber das hat also, nichts mit seiner Leistung zu tun. Die anderen beiden haben einfach besser gespielt. Und er hat einfach nur ganze Zeit dagegen, gegen Freddy geredet. Da kann ich auch. Bushi und Purple kamen halt durch, verstehst du? Und die Wahl hat sich halt so aufgestellt. So, warte mal, ich habe halt die Faschos nicht gesehen, so, wer sind die Faschos? Und als die Wahl zusammenkam, ich weiß nicht, ob ich einfach zu faul war, aber ich habe da einfach gedacht, oh, wahrscheinlich die, wo Nein gewählt haben, sind natürlich easy Fascho. Easy Game, habe ich mir gedacht. Ja, ja. Vor allem, und dann hat ja auch danach ja die anderen eigentlich liberal gespielt, sage ich mal, ne? Obwohl, ja, Bushi ist wieder da. Ich so vor, als ob er aufgegeben hat als Liberaler, verstehst du? Ich habe ihn nicht wirklich als Fascho gesehen, ich habe ihn nur gesehen, so Bushi hat wahrscheinlich aufgegeben. Und aber das meine ich ja, das war das Missplay von den zwei Liberalen und das gute Spiel der beiden Faschos hier. Deswegen habe ich ja auch die ganze Zeit so denen gefragt, so, ey, warum schließt ihr euch also, aus irgendeinem Grund bei... Ich musste halt mit dir mitgehen, Freddy. Ich musste mit dir mitgehen. Ich habe dir vertraut. Bushi, wen hast du als Faschos eigentlich gesehen? Also ich habe gesehen eigentlich Freddy komplett. Ich habe auch Freddy gedacht, und dachte, Freddy ist safe, Faschos, so will er die ganze Zeit argumentieren. So, ich dachte hier schon, wir haben gewonnen. So, und dann kommt Veto. Aber ey, Braun hat misplayed. Lässt er mir jetzt die Chance einfach? Und dann gebe ich dir einfach eine rote und sag nö. Ich dachte bei dir, du bist liberal. Ja, ich hab ja dann gleich gesagt, Mr. Hitler, geben Sie mir eine rote, oder? Ich war voll unter dem Radar, deswegen bin ich auch bei der Wahl hier mitgegangen von Lenkrad, weil ich wusste, ich habe eine blaue weggelegt. Und er konnte nichts mehr zu sagen, deswegen habe ich ihn weggeknallt. Und im Trust to Gain habe ich die Wahl nochmal durchgelassen, deswegen habe ich das in mein Wahlverhältnis so ein bisschen angepasst. Das war ziemlich risky, so
zu spielen, aber hat halt im Endeffekt halt geklappt. Wegen des Dings hätte bei uns keine Rote gekommen, dann wäre es wirklich easy gewesen und ihr habt halt ziemlich gut für uns gespielt dann. Also ich habe das kalkuliert, dass die vierte Blaue kann kommen. Ich wusste ja, ich habe eine weggeschmissen. Die fünfte Blaue kommt in diesem Wahlzyklus sowieso nicht mehr. Okay. Ja, das habe ich ja auch gesehen, deswegen habe ich auch gesagt, ja, vielleicht einmal skippen. Aber gut, hier war halt risky, ne, dass diese Wahl durchkam. Wenn ich euch ungern unterbreche, ist das dann, also können wir dann eine neue Runde oder nicht? Ja. Aber dass das durchkam, da hat Buschi noch ja gemacht, ne? Das, ah, stimmt, weil er dachte, ihr wart die Faschisten. Ich dachte mir, scheiße, warum macht er da ja? Ich dachte, hier wäre das Ende jetzt. Das war eigentlich perfekt aufgegangen. Dann sagte er, Reto, okay, lässt ihr mir jetzt eine Chance einfach das so? Das Ding ist, Braun war sich so sicher, dass Grün liberal ist, dann habe ich, und wegen den Nein-Votes hier vorher hatte. Ich nie gesagt, dass der liberal ist. Ja, aber du hast halt mich gedownvotet, du hast hier gedownvotet. Ja, also, genau. Ja, das war halt so die Sache. Und dann als Freddy, ich habe halt Freddy dann vertraut, als er auch die Blaue gespielt hat. Du darfst halt die ganze Zeit den Konflikt, also wenn der vorhin ein Dreierkonflikt bei einer neuner Runde ist, musst du irgendwo mal auch mal mitgehen und diesen risky Play hier machen, dass du einfach in den Konflikt mal rein vertraust und in der Seite ziehst. Aber du kannst nicht die ganze Zeit seitenlos sein. Also das geht nicht. Ja, aber ich war es am Ende. Und hat ja auch seine Gründe. Ja, das hat halt uns halt eher, ja, mehr oder weniger hat das halt uns... Aber wie gesagt, ich habe schon gesehen zwischen Blau und zwischen Pink und Purple, deswegen habe ich da auch ein Nein gelegt, weil ich wusste natürlich, dass ihr beide Lips seid und deswegen habe ich so getan, ich bin gerade so mega verwirrt und ich hatte gehofft, dass der Hitler da mitgeht, dann wäre es nicht durchgegangen. So, what the fuck? Aus meiner logischen Perspektive, er schießt einfach Carbon, warum überlegst du dann noch? Weil ich wusste, dass Carbon der Fascho. Aber das Ding ist, ich hab's halt auch akzeptiert, dass du Merlin erschossen hast, weil halt Merlin aus meiner Perspektive auch teilweise eigentlich Fascho sein könnte. Das wird nicht gecheckt. Das wird nicht gecheckt. Das Ding ist, Fred, ich hatte am Ende sogar noch gedacht, dass Lenkrad vielleicht Hitler ist, weil er so lange mit dem Schuss gezögert hat und er wusste ja, dass Rot Fascho ist. So, ja, hab ich mir auch, glaube ich. So, da dachte ich so, wenn er jetzt nicht Rot erschießt, ein safe Fascho. Boah. Na, das Ding ist, Unglück, dass wir halt jetzt nicht die Blaue. Ja, ne, gespielt haben. Okay, dann kann man aus seinem Bauchgefühl raus.